Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und es ist Halloween und dementsprechend spielen wir auch eine extrem gruselige Map, hoffentlich. Hallo Paluten, hallo Sturmwaffel. Hallihallo. Guten Tag. Und, habt ihr Bock oder was? Jein. Nee. Wir wissen ja noch nicht, was uns ganz so erwartet, deshalb kann ich es dir später sagen. Man muss auch dazu sagen, wir haben hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Es ist schon wieder, meine Uhr geht falsch, es ist wirklich 20 vor 1, ja, ne? Mhm. Nee, 20 vor 1 ist richtig. Genau, wir haben hier Kerzenschein und ich habe mir auch einen speziellen Skin besorgt, der so ein bisschen, ja, wie ein fehlgeschlagener. Ja, das ist Herr Bergmann als Frauenarzt. Genau das ist ja hier, ne? Halbtags mache ich ja auch noch das, so. Wie viele wissen. Und ja, dementsprechend können wir von mir aus eigentlich direkt reinschlüpfen. Wobei, es gibt ja noch eine kleine Vorgeschichte. Magst du sie einmal vorlesen, Sturmwaffel? Will do. Ich nehme mir direkt mal den Lever, denn die Leber soll gleich darauf gelegt werden. Deswegen kann der Oha. Metzger das machen. Hier, Metzger, ich gebe dir den Lever. Der Hebelman, meinst du? Der Hebelman can. So, Leber genau. Liegt, die Leber liegt auf dir. Ah, ja, so, ja, die gut. Vorgeschichte, ich werde jetzt grob geschnitten ins Deutsche übersetzen. Also, wir schreiben das Jahr 1994. Eine kalte Nacht im Januar. Wir entschließen uns jetzt als Bande der Herzen, eine alte Monastery, da wo wir drin sind, weiß ich leider nicht, wie man das genau übersetzt, aber eine alte verlassene Unterkunft im Prinzip zu untersuchen, weil wir gehört haben, dass da ein geheimer Schatz versteckt ist. Und dieser geheime Schatz ist so antik und mysteriös, dass Leute wirklich behauptet haben, dass Hitler hier hingekommen ist, damit er mehr Power. Hitler? damit er mehr Kraft bekommen hat, um den Krieg zu gewinnen. Aber wie wir alle wissen, war das nicht so successful. Und die Gründe, das ist auch geil, die Gründe, warum er versagt hat, sind unbekannt. Ah ja, okay. Ja, genau. Pass. Aber ein paar, ist noch nicht zu Ende. Ein paar Gerüchte in der Stadt, die hier rum ist, besagen, dass der Demon, dass da ein Dämon ist hier, der diesen Schatz bewacht und Hitler diesen eben gefunden hat und nicht die Power von diesem Dämon, also Hitler konnte nicht die Power von dem Dämon überwinden und deswegen hat er sich irgendwann in seinem Bunker umgebracht. Batz, so, genug Vorgeschichte. Oha, okay. Oder? Und was ist unsere Aufgabe jetzt hier? Warum sind wir hier? Einfach nur so. Irgendwie Autopanne gehabt und wir wollen diesen Schatz finden. Achso, natürlich, klar. Ja. Genau. Okay. Also mach mal den Start. Seid ihr bereit? Ja, auf jeden Fall. Soll ich es wirklich tun? Ja, komm. Tu es. Wenn jetzt gleich so ein Geschrei kommt, ne? ich flipp direkt aus. So, ich kann ihn hier gar nicht reintun. Ist das drauf Glas? Drauf tun. Rechtsklick. Ja. Rechtsklick. Mach ich, geht nicht. Okay. Werfen. Auf. Muss ich ihn vielleicht einfach rein so werfen. Rein? Auch nicht. Das ist eine Glasscheibe. Doch, er ist reingegangen. Ich hab ihn. oder müssen wir hier. Ist halt Paluten. Wer Paluten? Wir. Also, du mal dein Glück. Müssen wir die Glasscheibe wegmachen? Nee, können wir nicht, weil wir Adventure-Mode sind, ne? Oh, was war das? Ich hab einfach nur das Ding umgeschaut. Warte. Lass mich mal. Ich hab ja das Buch auf, vielleicht ist er weg. So. Wir scheitern hier dran. Ich seh's auch schon. Ich glaube, seid ihr im Abenteuermodus? Ich glaube schon, ne? Was stand bei mir da gerade? Weiß ich nicht. Okay, egal. Ja, geil. Gute Map so. Freu mich richtig. Fertig, zack. So, tu mal da drauf jetzt. Ich hab das jetzt kaputt gemacht. Tu mal da rein. Okay. Nee, genau, tu mal den Schalter da drauf. Nee, da drauf und dann drücken. So. Wow. Ah. Oh. Ja, bei mir steht die Kamera fest. Oh. Oh. Wo seid ihr? Alter. Ihr seid so richtig nah. Wieso? Ihr seid so richtig reingesucht. Hört ihr das? Hilfe. Nein. Oh Gott, Alter. Oh Gott, ey. Ich bin nervös. Heiliger. Oh, wir sind irgendwie in Krakau oder so. Krakow. The Monks. Of the Monastery of Krakow welcome you. Please come in. Okay, also Mönche, ne? Also wie sind wir hier in so einem Tempel. Oh, Alter, die Sounds. Ey, habt ihr sie wirklich auch auf 50? Ja, das ist so laut. Ich hab's sogar auf 60. Das ist ey, wer schlägt mich hier? Ich schlag gar nicht, ich will hier rein. Ja, dann macht doch die Tür auf. Ja, wie denn? Geht nicht. Ich flipp jetzt schon aus, Mann. Das bast mich auch so ein bisschen.
Wollen wir nicht mal hier? Ja, wollen wir einfach Paluten gehen, oh. Gehen einfach vor. Ja, gut. Okay, los geht's. Nehmen wir uns an die Hand, bitte. Hier. Hier geht es nicht lang. Ey, aber wirklich, ich hab Angst, Leute. Ich hab wenn wir hier ineinander dauernd gehen, dann erschrecke ich mich. Mann, was machen wir denn? Das ist alles falsch, was wir tun, bestimmt. Wir müssen doch einfach durch diese Tür. Wir müssen doch ins Haus, Leute. Oh, warte, hier. Catacombs. Aber wir kommen hier nicht durch. Wir können gar keine Türen öffnen. Ist das korrekt, dass wir hier nicht durchkommen? Nee. Paluten, nicht weggehen. Was denn? Ah. Wo ist er? Warum ist alles dunkel? Ah. Jetzt ist der Sound einfach weg. Hilfe. Ist der Sound bei euch noch da? Ja. Ja. Boah, Alter, Mann, schau mal, du kannst doch nicht so laut, hier irgendwie. Oh, Hilfe. Was auch immer. Wer hat deinen Scheiter getätigt? Ich. Was tust du? Warum sind wir jetzt hier? Wir sind hier reingeportet worden, weil ich lief. Das ist richtig. Ja, gut, das war das Halloween-Special. Was Alter, Leute, ich sehe sie, aber ich bin nicht. Was ist das? Was macht ihr? Ich will nicht. Ich kann's nicht sehen. Oh. Ich gehe rückwärts. Ich will einfach nicht. Was ist das? Kein Plan. Ey, gleich kommt so ein Gewäsche. Oh. Wow! Warte mal, wir müssen, glaube ich, hier runter. Ja, machen wir. Kein Ding. Habt ihr das gerade gehört? Abend. Ja. Wie lang ging die Map? Eine halbe Stunde? Wir sind geisteskrank, Leute. Wir haben schon eine halbe Stunde für die erste Tür gebraucht. Insert key and press button. Haben wir einen Key? Hört ihr auch Schritte oder drehe ich jetzt gerade völlig durch? Wir haben gar keinen Key, ne? Ja, wir haben keinen Key. Müssen wir nochmal hoch. Müssen wir einen Key holen. Ich mach das mal aus hier, Entschuldigung. Alter Verwalter. Okay, du gehst vor. Okay. Jetzt müssen wir wieder zurück. Jo, einmal wieder nach oben. Man kann auch irgendwie nicht rennen, ne? Nee. Oh, es ist ungruselig, das Geräusch davon. Oh, Alter. Ja, geht doch. Hörst du mal auf jetzt? Hör mal auf. Du machst mich richtig wuschig hier. Ah, seid ihr denn? Ich will ja, hier ist eine Treppe nach oben. Okay, wir gehen noch nicht hoch, Mann. Lass mal wieder rausgehen. Lass mal irgendwie ein schönes in der Innenstadt kaufen. Habt ihr denn noch Musik? Nee. Sollten wir auch ausmachen. Nee, das war ja, wir hatten doch vorhin ganz kurz Musik. Oh Gott, Alter, ich gehe die ganze Zeit in dir. Hilfe. Oh, hier passiert doch irgendwas. Ja, ich bin auch dem Ganzen sehr, sehr misstrauisch gegenüber. Alter, das ist so Mann, schlimm. Ey, ich dachte, das wäre besser. Aber hier ist doch hier, warte mal, was? Das sieht doch aus wie eine Kirche hier gerade. Ja, ist ja auch schön und gut. Kann ja auch eine Kirche bleiben. Ja, jetzt gleich der letzte Exorzismus, Alter. Oh, krass, jetzt schleich doch nicht. Jetzt was, geh doch einfach. Was ist da? Was ist da? Amen in der Kirche. Nichts, da ist ein Kreuz. Oh, da hängt jemand. Oh, nee, das ist so ein Ding. Oh. Ja, das ist ein Kopf. Ach du heilige Scheiße. Können wir hier irgendwas brauchen? Kriegen wir hier einen Key oder so? Weil das ist ja den wir brauchen. Da ist ja nichts drin. Da ist nichts drin. Kann jemand zufällig Dieu Mortus? Das ist was Französisches, oder nicht? Nee, ist das nicht Latein für die sterben oder Mortus? Ach so, Alter, ja, Latein hatte ich leider nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich hatte auch kein Latein. Komm, lass mal wieder raus. Die Lichter da hinten sind einfach nur der Himmel, die Sterne. Die Lichter Himmel. Da hinten? Ach so. Ihr habt Lichter? Ja. Das war irgendein Monster, was uns zerfetzt. Ja. Okay. Also hier ist schon mal kein. Oh, es geht nochmal nach oben. Oh, super Idee, bestimmt. Ja. Generell, ist das bei euch auch so krass reingezoomt, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wenn ihr damit Optifine raus seid. Ich habe Herzprobleme, habe ich euch das gesagt? Haben wir nicht schwach jetzt hier? Gerne noch, okay. Oh, hier ist eine Kiste. Papier. Da ist doch der Catacombs. Clever ist er. Ich nehme auch noch Papier, nehmen wir einfach mit. Kann ich das jetzt nicht vorlesen? Kann man damit in die Karte machen oder so? Ja. Ja, hier ist aber ein vierseitiger Text. Hier steht doch auch was auf dem Boden. Echt? Was denn? 50 years of silence says it all. Ach so, okay. Says it all, okay. Was ist das hier? Portal is nowhere. Ah, ihr habt so Optifine. Ich hab Optifine, aber ich. Also, ich hab jetzt den Schlüssel, ne? Okay, also ich hab jetzt. Ich lese nochmal kurz hier. Okay. Ich hab so ein vierseitiges Buch hier natürlich. Okay, cool. So ein Brief. Okay. Im Namen Gottes, ich weiß nicht, was die. Warte mal. I know the reason of why this demons invaded the house of the Lord. I desavour it. The place does not deserve this demonic possession. Since the last 5 years, our brothers in the community have been charitable to the poor.
Okay, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob das jetzt so wichtig ist, ob wir das nun vorlesen. Ich finde die Leute nicht so gastfreundlich hier, ne? Die könnten uns ja wenigstens mal... Wer geht vor? Muss ich mich ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was wir hier machen, ehrlich gesagt. Wir mussten nur diesen Katakomben-Key holen. Nee, was wir hier wirklich, aber storytechnisch bin ich einfach nicht überzeugt von unseren Beweggründen hier. Ja, wir wollen diesen mächtigen Schatz haben, damit ja, wir warum? Mächtige, warum? Mächtige Typen werden. Ja, weil was wieder Reichtum und Verderben, wir sind das Historiker. Wieder gönn dir doch mal was hier. Nee, gönn dir. Gönn dir doch mal ein bisschen. Ja, mal ganz im Ernst, würdet ihr in so ein verfickt dunkles Haus gehen, Alter, um so einen Schatz zu finden? Nee, ich würde erstmal hier reingehen und render. Das ist ein schlimmes. Nee, die Tür flasht mich nicht mehr. Oh, doch, die hatte noch mal was. Weil ich nicht in der Nähe war und ich wusste, dass ihr die aufgemacht habt. Also muss man den hier drauf tun und dann den Schlüssel drücken? Oder wie? Ja. Mal so. Drück mal. Zack. Hä? Ist hier nicht schon wieder irgendwo so ein Loch? Oh, das können wir natürlich. Nee. Ach, warte. Nee. Ich hab ihn ja... Geh mal kurz weg, bitte. Mhm. Was ist das hier für ein Untergrund? Vielleicht muss man das hier rein tun, wo auch das... Ist das nicht da unten eine Kiste? Nee, wo rein? Nee, hier zum Beispiel. Weißt du, hier, weil hier ist so ein kleines... Kann man das... Nee, das geht nicht. Das ist ein Halbblock. Also. Genau, okay. Dann packe ich doch einfach mal... Oh, hier kann man hochgucken. Nein, super. Wir beide zu springen. Super, dass wir dann alle... Ja, dann komme ich da nicht mehr ran, wenn ich ihn da hochmache. Ja, glaube ich auch. Setz ihn doch einfach mal hier hin. Setz ihn einfach mal direkt neben die Tür. Kannst ihn... Ach, den kannst du... Ah. Ich setze ihn nochmal hier hin. To access the old ministry. Insert key and press button. Eins vorher, eins direkt an die Tür. Geht nicht. Geht alles nicht. Damn. Dann setz ihn doch mal. Hast du ihn schon mal hier hingesetzt? Auf die andere Seite. Auf die andere Seite, gegenüber vom Button. Holt euch mal den Button da wieder. Ich hab. Auf die andere Seite vom Button. Wo jetzt? Auf die andere Seite. Ja, es geht nicht. Man kann, das geht nicht. Hier, weißt du, da. Ja, das geht nicht. Geht nicht, okay. Weil der Button ja schon ein Block ist. Ich kann ihn jetzt höchstens mal hier in dieses Loch reintun. Aber das ist ja vermutlich auch nicht so. Dann kommen wir da wahrscheinlich. Was ist denn, wenn du ihn hier direkt ein vor das Ding tust? Okay, Jax ist irgendeine Substanz sein. Insert Key. Ah, ich meine, es ist ja Insert Key and press the button. Ganz ehrlich, das muss doch... Ach, ich weiß. Geh mal weg. Wo frag mich, das ist ein Trichter hier. Hast du den Block? Ich hab. Da rein? Ja. Ja, oder auch nicht. Ich würde dir persönlich sagen... Doch, hier. Ich habe ihn aufgesammelt. Der ist doch da nicht rein, der fällt doch hier nicht mehr rein. Soll ich das mal wieder kaputt machen, gucken, was da drunter ist? Das kann man ja nicht kaputt machen. Vielleicht. Man kann nur Glas. Oh, Alter, Leute. Was sind das für Geräusche? Oh. Alter, Alter. Guck mal, was ist hier? Ja, keine Ahnung. Ups. Hier geht's aber auch raus. Ich hab aus Versehen was kaputt gemacht. Kein Problem. Gott. So, alles wieder gut. Alles wieder gut. So, wir haben jetzt hier einen kleinen Cut gemacht, nachdem wir da 10 Stunden versucht haben, den Schlüssel irgendwie sinnvoll anzubringen. Nachdem der Schlüssel weg war, haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren jetzt noch was anderes. Und wir haben eine Lösung gefunden. Der Schlüssel muss wohin, Jungs? Hier dran. Daran. Nee. Was? Nein, wir müssen zu den Katakomben. Ach so, ja, genau. Okay, los geht's. Warum ist hier ein Block? Weiß ich nicht, ist aber jetzt meiner. Cool. Den hatte ich da hingelegt. Der ist nicht. Oh, Alter, warum sind wir hier? Was? Wo seid ihr? Warum sind wir denn jetzt hier plötzlich bei. Wo bist du? Ich bin weg. Ich bin hier plötzlich bei irgendwelchen Gräbern. Ja, bin ich aber auch. Ich bin seid ihr links gegangen? Oh. Ich höre auf jeden Fall irgendwen laufen. Also hier ist Katakomben. Ich sehe dich doch da vorne. Ich weiß, wo du bist. Ja. Ich hab die Katakomben aufgemacht, Leute. Alter, Leute. Ja, hau mal den Block da hin. Oh, was war das? Ich mach die Sounds jetzt noch lauter, das kann ich angehen. Ich brauche hier. Also, ja, ich mach mal mit, komm hier. Palun, nein, wo bist du? Alter, ich bin hier. Auf wie viel Prozent habt ihr? Jetzt habe ich auf 61. Ich habe auf 90 jetzt. Auf 90? Okay. Also, ich habe Angst, dass es einfach zu laut wird. Bock auf die Katakomben und so? Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ich feiere das.
Warum bin ich eigentlich immer der Sack, der vorgeht? Geht doch mal hier. Ja, ihr Schwein. So der Hate. Bin der schreckhafteste Spacki von allen. Ich bin der Sturmwaffel. Ich bin der, der nachher sagt, er muss mal kurz auf Klo und dann nie wiederkommen. Oh, was liegt denn hier? Was ist das hier für ein Block? Komischer. Können wir denn, vielleicht sollten wir nochmal unseren Schalter holen? Nee, wieso hast du jetzt Sturmwaffel durch den Boden? Ach, jetzt ist er wieder oben. Was ist das hier? Kamen wir hier? Was ist denn das? Das sind Glasscheiben, die können wir ja kaputt machen, oder nicht? Ach so, ja. Dürfen wir das? Ja. Wow. Da ist ein Secret Key. Das ist ein Schlüssel. Secret Key, ja. Ich habe mir den mal direkt geschnappt, wegen Hebelmann und so. Epitaph. Verrottetes Fleisch nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mit, ne? Ja, ich hab mir jetzt mal das Buch geschnappt hier. Da steht, hier liegen die Reste von Vater Bosniak. Ihh, dann nimmt die scheiß Knochen wieder. Das ist ja widerlich. Beschützer. Beschützer des Dämons und der Engel des Gottes. Ist es bei euch auch so mega dunkel? Ja, so mega mäßig dunkel, okay. Einfach nur. Also wer hat den Key? Ist das jetzt vielleicht der Key für die Dings? Das kannst du natürlich haben. Stimmt. Weil in den Katakomben, was ist denn sonst noch hier? Weil hier ist sonst nichts mehr in den Katakomben. Mich interessiert auch gar nicht, was hier sonst so ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist da hinten so? Einfach schnell wieder weg. Also es ist wirklich nichts mehr hier. Ja, geht einfach wieder, ihr Schweine. Nur, hier ist nichts mehr. So, ich guck mich noch schön um. Was denn, Digga? Ich bin erschrocken. Das erschreckt mich nicht so. Ich hab mich so erschrocken, Mann, ey. Fick dich. Du blöder Penner. Lass dich mal Ruhe jetzt. Ich bin so erschrocken gerade. Scheiße, nicht mehr mitnehmen. Was? Ach, doch, nicht klar. Ich muss einfach. Okay, alles klar. Nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Okay. Also, wir sind jetzt ja auch bewaffnet. Warte, hier. Schon, du kannst ja mal hier. Ein krasser Horror-Effekt. Hier vorne? Genau. Wir sind bewaffnet. Uns kann nichts mehr passieren. Vater Bosniaks Bohnen. Bohnen besonders. Hä, wie kamen wir? Achso, ja, ich habe uns mal wieder geportet. Okay. Boah, Alter, ey. Wir müssen aber ganz nah zusammenbleiben. Ganz nah zusammen. Ja, ja. Nehmt euch an die Knochen, Jungs. Nehmt euch an die Knochen. Oh also, Gott, ihr könnt ihr mal aufhören mit den. Boah, ich schwöre dir, Bergmann, ne? Das kriegst du so doppelt und dreifach zurück ins Scare von gerade eben. Das sieht einfach so ausgeflippt hier. Meine Facecam wird auch immer so orange, wenn ich vor Paluten stehe. Hier was, ja? Ja. Tu mal den Key da, Rechtsklick rein. Klar. Genau. Okay, now playing. Okay, es heißt. Okay. Irgendwas. Geht mal vor. Ja. Okay. Ich wurde geportet. Ich nicht. Was hast du denn gemacht? Ich habe mich da einfach raufgestellt für ein paar Sekunden. So, okay. Oh. Leute, ich will Kommst auch zu noch? Euch. Ich will zu euch. Wo denn? Einfach in die Tür? Nee, einfach auf die. Ja, vor die Tür stellen. Hab ich. Für ein paar Sekunden. Wurde ihr geportet? Ja, nee. Ich bin da. Ich sehe dich zum Beispiel gar nicht. Nee, ich bin noch nicht geportet. Ich werde auch nicht geportet. Ich höre aber Schritte. Jetzt bin ja vermutlich ich. Nee. Hallo? Portet mich jetzt da jemand? Mach die Tür mal auf und dann stell dich dahin. Also, okay. Bist da? Ja, hallo. Ich sehe euch. Ja. Okay. Ich sehe euch gar nicht. Ja, egal. Weil ich bin hier. Oh, Digga. Ey, was ist das? Jetzt sehe ich dich, du Hund, ey. Du Hund, ey. Ja, ja. Muss man nun einmal schlagen. So geht das. Okay. Einmal cool sein hier. Alter, Mann. Warum bist du weg? Ich kann nichts mehr tun. Du musst ernsthaft, wieso ist er weg? Auf den Knopf drücken, Leute. Okay. Was ist denn da ein Knopf? Da ist kein Knopf. Oh, okay. Es baut sich langsam Musik auf bei euch auch. Nee, Wasser. Hört ihr das? Nur Wasser. Hast du Musik an? Ja, aber auch. Nee. Hab ich nicht. Oder? Nee, ich höre keine Musik. Nee, ich hab Musik aus. Ich hab so ganz leise, so einen ganz dumpfen Basston. Nee, bei mir ist gar nichts. Ich höre nur so ein richtiges Grollen, so als wenn gleich echt was Böses passieren würde. Okay. Leute. Ja, aber doch, du willst uns hier. Nein, ernsthaft jetzt! Ja. Ernsthaft! Guck meine Videos! Nee, hier ist nichts. Sound. Leute, ist weißt du, wisst ihr, was jetzt hier fehlt? So die Tanne aus The Ring oder so, die jetzt hier so langsam hochstapft aus der Mitte. Also die Tanne? Die Tanne aus The Ring. Die hat mich immer meistens. Die Tanne aus The Ring, Alter, die hat einen Oscar gewonnen, glaube ich. Kann man hier eigentlich blocken? Können wir hier die Fackeln, würde ich gerne einfach mal mitnehmen. Wieso schwebt ihr hier? Habt ihr das nicht? Mach mal eure Sounds lauter. Ich hab wirklich richtig unheimliche Scheiß läuft hier gerade. Ja, ich höre diese. Also ich hab's jetzt auf 80%, ich höre trotzdem nichts. Also irgendwie buggt das bei mir hier auch ein bisschen. No also Sturmwaffe fliegt hier. Oh, Alter! Was geht? Ich hab gerade einen richtig mörderischen Sound gehabt. Nee.
Bei mir ist alles tutti-frutti. Was läuft denn hier? Wieso ist denn das alles unterschiedlich? Weiß ich nicht. Hier links geht's lang, ne? Hier links geht's lang. Ja, dann geh doch mal rein da. Dann geh doch mal rein. Ja, lass uns mal hier. Ah! Brauchen wir wieder einen Schalter. Warum bist du links vorbeigegangen? Hat jemand Schalter? Schalter brauchen wir. Hier, einen Schalter mitgenommen von gerade? Oh, ich hab einen Schalter. Ja, klar, ich hab den Schalter mitgenommen, weil ich hyperintelligent bin. Du bist der Beste. Okay, los geht's. Ab in den nächsten. Warte mal, dann lass ich euch mal vorgehen. Ja, mach mal zu. Seid ihr noch da? Ich sehe euch wieder nicht. Mach mal zu, einer die Türe. Hey, welche Türe denn? Wo seid ihr denn? Da. Oh, jetzt, ja, jetzt bin ich bei dir. Alter. Jetzt bin ich bei dir. Ja, warte, Mann, jetzt Leute. Muss ich mich nochmal porten. Hier, zack, da bin ich auch. Oh, Mann. Ey, alle wieder zusammen. Was so, also runter hier. Einfach mal schön hier gepflegt runtergehen. Ja, langsam hier. Nicht vor, ey, ich schwör's euch. Ich werde jetzt hier. Ist egal. Ich werde jetzt hier sicher, ey. Warum ist das jetzt. Oh, Digga! Was? Was? Da ist irgendjemand längs gehuscht. Alter! Leute. Wo seid ihr? Ich bin hier. Ich bin hier bei euch. Schlag bitte. Schlag mich, das Licht geht an und aus. Ja, ey, Leute. Da bist du. Du bist in der Wand. Wo seid ihr denn? Ja, du, in der Wand seid ihr. Da. Hier. Alter. Hier, siehst du uns? Hier ist jemand längs gehuscht. Wie, jemand längs gehuscht? Ja, hier ist mit so einem Klaviersound. Hast du den Klaviersound nicht gehört? Nee. Ich geh nicht mehr vor, Leute. Ich hab richtig, richtig Bange gerade. Aber Paluten hat's auch gesehen, oder? Wieso geht Paluten denn nicht weiter? Hast du den Sound jetzt, auch gehabt? Jetzt höre ich auf einmal die Musik. Dieses Grollen? Nee, dieses so eine Musik, die so spielt. Okay. Alter, was geht denn hier? Was ist hier in der Kiste? Da sind nochmal zwei Bücher und ganz viel Paper. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Boah, Mann, ey. Ich finde das auch irgendwie beängstigend, dass bei uns das nicht alles... Was ist das hier links? Oh, was ist das denn hier mit dem Fernseher? Seht ihr das? Mit dem Dracula? Ja. Oh, mega creepy. Hier guckt jemand. Hier kreischt bei mir gerade alles. Kreischt? Ja, hier ist so ein Schreien. Vielleicht wie aus dem Fernseher oder so. Oh, Hilfe. Wieso hab ich das denn alles nicht? Ich hab aber auch kein Schreien. Ich will nicht mehr. Sind wir hier durchgekommen? Am Anfang? Nee. Ist jetzt irgendwie... Warte mal, hier ist wieder irgendwas zum Öffnen. Mega behindert. Eine Lederhose. Oh, denn? Ey, was backt bei mir total rum hier? Warum backt das denn? Ich sehe euch hier. Da, hier. Warte, wir müssen nicht einmal... Siehst du uns nicht? Ja, doch, hier sind wieder 1000 Bücher. Einfach hier so längs. Ist da oben Bücher. Nehmen wir die Bücher und alles mit. Jetzt hat zum Beispiel die Musik bei mir aufgehört. Ja, ich habe auch gar nichts mehr jetzt. Ja, Bergmann? Ist einfach nur. Ich habe hier einen Trichter. Was soll ich denn in den Trichter reintun? Nix. Mhm. Oder? Da sind gerade Melon Seeds drin. Ja, sollen wir die mitnehmen? Ich hab die jetzt auch mitgenommen. Soll ich einfach mal jetzt... Ich habe verrottetes Fleisch oder Blätter kann ich reintun. Ich tue einfach mal vier... Warum denn? Blätter. Brauch noch nix. Aber weiter. Aber manchmal passiert was dadurch. Ach, hier unten. Ach nee, okay. Ach, keine Ahnung. Oh, Alter, ich habe so richtig Angst hier. Ey. Boah, dieses Huschen, das wünsche ich keinem von euch. Das war richtig cool, Alter. Dass du dieses Klavier nicht hattest. Ich hatte dann so ein ganz schrilles Klavier. So... kam dann so mega laut auf einmal. Generators Room? Wollen wir da mal reingehen? Gerne. Ja genau, da kam das Huschen her, Alter. Wer spielt denn sowas alleine? Die müssen doch geisteskrank sein, die Leute. Geisteskrank. Ihr schnappt einfach die ganzen Bücher. Energy Machine. Hier sind noch zwei Stöcker. Diese Maschine verbraucht zu viel Energie. Wir haben... Ach so, deswegen hat das Licht geflackert. Weil diese Maschine irgendwie zu viel Energie verbraucht. Immer ganz im Ernst, Paluten. Du hast doch nicht wirklich da was langhuschen sehen. Doch, da war 1000%, da ist 1000%ig was links gehuscht. Ja, das sah aus wie so ein Skeleton-Archer. Ja, und dann kam bei mir so richtig krasse Piano. Nee, das war ein Mensch. Also sowas wie keine Ahnung, könnte Bergsmans Zwilling gewesen sein. Mhm. Oh, und der ist da wirklich links gehuscht. Ja, auch wir haben nichts, um jetzt die Kohle zu machen oder so. Wir können Alter. Was denn? Ich hab mich so erschreckt. Ich seh nur einfach so, ich hab so Angst jetzt vor den Leuten, wenn die da irgendwie wieder kommen. Ich will einfach nicht mehr. Hier kommen wir jetzt aber gerade nicht durch. Oh, jetzt wird's hell wieder. Ja, jetzt, hier ist hell. Aber wir haben nichts, um das irgendwie zu öffnen. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ich hab einen Hebel, aber... Aber der macht hier keinen Sinn. Dunkelhell, ne? Was ist das für ein Sound? Jetzt habe ich so ein Bzzz-Bzzz-Geräusch. Ja, das Bzzz-Bzzz-Geräusch kam schon ein paar Mal. Ja, das hatte ich auch schon, deswegen... Ja, wenn der Strom an- und ausgeht. Ja, okay, wir können ja noch... Alter, was ist das über uns? Alter, hab ich gerade erschrocken. Das ist die Lampe, okay. Wo seid ihr? Leute, wo seid ihr? Ich bin im Janitor's Room wieder. Ich habe aber richtig Schiss vor diesem Scare, einfach nur.
Ich guck jetzt. Fickt euch jetzt. Ich wette, jetzt gehen die ganzen Sounds bei mir hier überhaupt. Wow! Hast du mich geschlagen? Ah, nee, das war verloren. Ich raste gleich völlig aus. Ich raste gleich völlig aus. Jetzt hört auf die Zimmer, Mann. Ich schwöre euch, es reicht. Also hier hat das jeder mit? Irgendwie sein. Warte, ist da irgendwie noch was mit dieser Energy Machine gewesen? But as long as this. Kann man hier irgendwie rein? Oh, Alter, ich versink hier richtig drin. Alter. Was passiert, wenn ich hier mal so ein bisschen was rein? Oh, der tanzt der Knochen. Bup, bup, bup. Sieht sich vielleicht hier irgendwo über uns? God bless their souls. Ja. Also, solange diese Maschine da irgendwie nicht an ist im Nebenraum, kann man den Dings nicht finden. Also, da steht, But as long as this machine is off, the sealed beast will not be discovered by intruders. Also das verschlossene Biest wird nicht von Eindringlingen entdeckt werden, solange diese Maschine aus ist. Ups. Ich habe jetzt hier alles kaputt gemacht. Wie kommen wir denn durch diese Türe? Ich habe jetzt Dracula unten drin. So, hier, guck. Hier. Nochmal das Papier hier drauf. Schön. Okay, das kann man noch drehen. Können wir was verbrennen oder so? Oh. Ja, Papier haben wir doch ganz, ganz viel. Ja, aber wie willst du das verbrennen? Ich weiß es nicht. Furnace? Hier ist ein Ofen auf jeden Fall. Wieso haben wir denn so viele Bücher? Alter, was ist das hier gerade? Oh Mann. Ja, die Frage ist halt, wie man hier weiterkommt, ey. Das ist einfach zu schwierig gestaltet, ey. Ja. Zumindest für uns. Hier ist zumindest eine Handwerksbank. Da müsste man jetzt wissen, irgendwas kann man hier doch bestimmt draus basteln. Bohnen, ey. Papier noch, hier, zack. Oh Mann. Dann mach ich eine schöne Lederhose. Du hast eine Lederhose? Ja, ich habe eine Lederhose gefunden. Die ist aber meine. Die schützt mich. Vor dem Typ, der hier längst geholt. Ja, das. Oh, jetzt habe ich auch das Sit-Sit-Sit-Ding. Wo seid ihr? An der Türe. Hier sind wir. Wo? Oh. Können wir nicht. Da. Oh, Alter. Warum können wir hier nicht diesen. Waren wir da hinten? Wo ist Paluten wieder? In welchem Raum bist du? Ich bin. Oh! Was geht? Was? Nee, es war dieses Geräusch wieder, wenn du hier längs gehst. Ja, geh mal da in die Richtung, Sturmwaffe. Wo denn? Ja, genau da. Da, ja. Da macht sie die ganze Zeit zit. Ja, geh mal geradeaus. Ach, warte, hier ist ein. Achso, hier ist einfach nur Knochen drin? Ja, hier. Warte, wir können doch. Alles gut. Aber was sollen wir da ein? Warte mal. Ich verstehe nicht, was wir hin tun. Also, hier ist ja auch nichts zum. Ich habe hier noch einen Hebel. Ja, aber wo? Is the question, ne? Sollen wir mal, komm noch an die Maschine, ob du da den Hebel an die Maschine tun kannst. Irgendwo. Stimmt. Dass dann der Generator einfach angeht. Genau. Hier oder so. Oder wir müssen die ja irgendwie zum Brennen bringen. Ja, eben. Ich habe jetzt 3 Books reingetan. Das funktioniert aber nicht so gut. einer von euch hat den Hebel jetzt. Papers. Oh, ich hab den. Ich hab ihn nicht. Oh! Wow. Funktioniert doch. Ja, das war die Lampe jetzt. Ah, achso. Nee, aber das ist doch richtig, oder? Ich glaube auch, dass es richtig ist. Gucken wir mal. Gehen wir mal zur Türe, das können wir ja gerade mal rausfinden. Ich glaube, die hat das bestimmt getriggert. Nee, sitzt aber noch. Willst du mal da oben den Dings anbringen? Hier ist was. Warte mal, oder? Würde ich mal jetzt so spontan sagen. Oh, Digga! Oh, was? Mann, ey, ja, hier hat es wieder bzzz gemacht. Ich habe was gemacht. Oh, nice, das war richtig. Bei mir stürzt ihr Spiel ab. Nein. Bei mir hängt es auch. Jetzt ist es wieder zu die. Jetzt. Okay, Generator läuft. Generator. Oh, okay, läuft. Wunderbar. Ja, genau. Okay. Super, Leute. Ja, nur muss einer rausgehen, ne? Ich so. Mach's. Papi geht raus, bin direkt vorne. Alles cool, ich guck langsam auf den Boden. Okay, Leute. Ja, Tür ist offen. Alter, bei mir ist gerade richtig die scary Musik, ey. Die so ein. Hör auf, okay, nächster Raum. Wo seid ihr? Bitte, kommt. Danke. Jo, ich bin da. Oh Mann, ey. Okay, Metzger. Ich höre euch kaum. Doch, hier, hallo. Oh, hier kann man runterfallen, oder? Ja. Ja. Oh, ganz geht aber gar ruhig. Nicht mehr so weit, ey. Ganz ruhig. Achso, das ist der Glockenturm. Glockenturm? Ich habe gar keine Musik mehr gehabt. Bei mir geht's gerade richtig ab. Bei mir geht's richtig bananas. Ich verstehe das nicht, warum es nicht bei jedem dann so ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nervig. So, okay. Also dann links ist wahrscheinlich irgendwo weiter, ne? Ja, irgendwie müssen wir hier rüberkommen. Ja. Oder runter. Aber runter ist wahrscheinlich Ende Gelände, ne? Nee, so weit geht das gar nicht. Also nee? Hier zumindest nicht, wo sie ja, die hier, Stufe runter. Achso, genau. Hier, dann lass uns doch mal runterjumpen. Zack.
Okay. Alles getan. Oh, jetzt ist auf einmal bei mir wieder Ruhe. Niente. Ja, ich finde es auch ziemlich gut gerade, dass hier keine... Oh, oh, jetzt geht's wieder los. Alter. Da sitzt einer. Okay, schnell weg, Digga. Das ist der Typ, der da längst gehuscht ist. Das ist... Boah, hat ein komisches Gesicht. Was ist los bei ihm? Fuck, ey. Was ist los bei ihm, Mann? Ja, der war das. Du bist so ein Hund, ey. Wenn ich dich finde. Ihn wäre ich zerstöre. Kann man ihn zerstören schon? So ist das Spiel dann vorbei. Game over. Hier ist übrigens auch eine Leiter. Oh, ey. Hier ist eine Leiter? Oh, okay. Ach so, stimmt. Gut. We do it the hard way. Wir gehen da wieder, warum gehen wir da wieder hoch? Nein, wir gehen da nicht hoch. Ach, hier geht's noch, hier ist auch noch eine Leiter. Es geht noch mal eine Etage höher. Was? Was? Tischsturmwaffe! Nein! Los, komm. Lass mich nicht allein. Wir haben keine Zeit. Die Leiter hoch. Ja. Und jetzt hier, hä? Wo seid ihr denn? Ja. Vielleicht einfach runter? Wo seid ihr hin? Hallo? Hallo, die Leiter hoch. Ja, bin ich doch. Und dann? Ja, und dann nochmal die Leiter hoch. Wo? Und direkt davor? Ja, warte, ich komm mal zu dir. Ich komm ach, zu da, dir. Da. Hab's. Nochmal die Leiter hoch, okay. Ah, da kommst du, okay. Oh Gott, Bergmann. Ey, diesen Metzger-Outfit, ne? So, ich glaube einfach hier runter, ne? Da reinspringen? Ja, hier runter einfach. Ist der weiter? Nichts. Hier muss man doch bestimmt runterkommen. Ey, Leute, falls ich sterbe, ne? Wir sehen uns im Himmel. Ja, mach mal. Und schau mal, wir sehen uns in der Hölle. Hui! Achso, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Alles cool, ihr könnt runterkommen. Ha! Oh, du bist komplett runter. Du bist wieder, du musst nochmal den Weg hochgehen. Okay. Oh, hier ist der gute alte Lucifer. Boah, Alter. Es sind halt nur so blöde Scare-Effekte. Ja. Wo bist du jetzt aufgesprungen? Du musst da einfach nur runter. Ja, jetzt bist du auch da. Wo? Ihr schaffelt zwar bei mir in der Luft, aber. Nee, da. Oh, das ist ja nochmal. Hier ist wieder ein Trichter, oder? Hier ist wieder ein Buch, aber. Hier ist nichts drin. Ja, ich hab gerade das Buch gerade genommen. Oh. Okay. Hier. Dieses Gebäude wurde während des Zweiten Weltkriegs geschlossen wegen. Andauernden Attacken von den Deutschen. Alter. Kommt hier runter? Hört ihr das? Warte, wo bist du? Nee. Bei mir hat irgendeine Frau gerade oder so, la la la. Oh Gott sei Dank, was meint ihr? Da würde ich gerade mega ausflippen, wenn das kommt. Stell dich mal hier auf Lucifer, stell dich mal auf die Platte da drauf. Ja, da passiert da ging das bei mir. Nee, ich will gar nicht da drauf, nö, ganz ehrlich nicht. Da passiert nichts. Also, Lucifer hat dich jetzt auserkoren, um. Ja, geil, ich feiere das. Hey, bei The Ring, dieses kleine Mädchen, ich hab's so gehasst. Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Hey, wir müssen hier runter. Runter, an der Seite. Komm mit. Ja, geh mal hier runter. Es ist auch so unglaublich hell gerade, dem vertraue ich nicht so. Oh nee, kein schmaler Gang. Wo seid ihr denn? Ja, hinter dir. Nein! Jetzt komm doch runter, du blöde Sau. Oh Gott. Du musst nur über die Druckplatte. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, wie Paluten da... Ich habe auch Paluten nicht mehr gesehen, lange nicht. Hallo! Hey! Ich kurz meine... Okay. Warum ist es immer so... Ich will auch nicht, dass es so verwinkelt ist. Ich will einfach... Oh. Ach Gott, da ist eine Leiter. Ist nur eine Leiter. Du bist es wieder. Was ist denn los? Last words und Holy Alter, okay, das hat... Hier, warte mal, das ist wieder was. Oh nein. Hier, Holy Bible. Ich hab Soundeffekte, ich will die Holy Bible nicht. Hier, nimm die Heilige Bibel. Aber der Soundeffekt kam genau, als ich das Kreuz angeguckt habe. Okay. Was kann ich jetzt hiermit machen? Können wir ein bisschen Exorzismus durchführen? Oh, Alter. Ach, wieder nur so. Oh, Digga, jetzt hab ich diese Sounds wieder. Wieder bumm. Der vorgeht, ne, der kriegt's ab. Ja. Aber deftig. Nee, nicht immer. Nicht. Oh. Ah, ich hasse es, ey. Oh, Alter, jetzt habe ich aber auch hier. So. Ja, lass mal weiterreden, Jungs, bitte. Alter, immer diese verkackten Türen, ich raste aus. Wo sind wir? Was haben wir hier? Ey, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Auch nicht? Ich kann mich nicht mehr. Ey, was passiert jetzt hier? Oh. Hallo? Hey? Was ist hier los? Könnt ihr noch bewegen? Nee. Ich glaube, irgendeiner von euch hat. Jetzt geht. Hä? Ich habe diese Frau wieder. Oh, ich auch. Nee. Oh doch, Digga. Ganz leise. Ich hasse es. Jetzt kommt auch noch andere Musik. Ich raste aus. Nein, ich will das auch nicht. Geh weg, bitte. Ich gucke auf den Boden. Ich kann mich... Durch Springen kann ich mich bewegen. Ja, stimmt. Aber dann wird man irgendwie immer wieder zurückgeportet. Nee, ich nicht. Du nicht? Oh, was ist das hier? Oh! Alter.
You must touch. Now decide. Touch, touch. Habt ihr den Sound gerade nicht gehabt, Mann? Ja, doch. Nee. Aber ich glaube, ich hab die auch wieder. Alter, wieso hast du dich nicht. Geh weg. Geh weg. The end? Geil. Geile Scheiße. Gemälde. Zack. Und da ist das Gemälde, meine Damen und Herren. Das war eine Heidenangst. Hat mir das gerade eingehaucht und so. Boah, ich war zum Glück gerade in den Sound. Ich habe die Soundeinstellung lauter gemacht und dann bin ich raus und dann hatte ich diese Fresse und das Schreien. Hattet ihr so ein Scareface? Ja. Ja. Nee, das hatte ich nicht. Da war eine Frau, Alter. Ja, die Frau habe ich nicht gesehen. Ich habe den Button gedrückt. Wir sollten uns ja entscheiden. Da habe ich aber einen Button gedrückt. Und der war, glaube ich, der falsche. Wichtiger ist, habt ihr diesen Schrei gehört? Ja, Mann. Ja, ich habe extra noch lauter gestellt. Ich habe mich so erschrocken. Der hat mich auf jeden Fall geflasht, boah, das muss ich sagen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön auf der Facecam-Aufnahme aussehen. Definitiv. Ey, meint ihr, das hätte jetzt noch weitergehen können, oder was? Nee. Ich glaube, man konnte sich nur falsch entscheiden. Ja. Also, ich denke nicht, das hätten wir richtig uns entschieden, dass wir dann auf einmal so, hey, alle stehen wieder auf und. Ich muss essen. Zugeben, mir reicht's auch gerade. Ja, also, so, das war auf jeden Fall eine. Bei aller Liebe, sehr schöner Abgang. Das brauche ich einmal und da geht's mir richtig gut. Und dann der Typ durch die Mauer und dann die ganze Zeit. Das Ding ist, ich habe einfach die ganze Zeit, weil es so verbuggt war, nicht damit gerechnet, dass das richtig funktionieren wird. Und habe überhaupt nicht damit gerechnet, als du dann am Ende dann so, weißt du, warst du konzentriert, weil du die ganze Zeit feststecktest und so dieses so nach vorne gejumpt bist. Ja. Alter Schwede. Ja. Ja, ja, gut. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall. Und sowas wird es nie wieder geben. Ja, aber man muss zu unserer Verteidigung auch sagen, dass wir auf jeden Fall ja, sehr leicht erschreckbar sind und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht gedacht haben, Mensch, die stellen sich aber so ein bisschen an, aber Leute, zockt es einfach mal selbst, verdunkelt alles komplett und dann reden wir danach nochmal drüber. Ja. Also es gibt natürlich, manche sind wahrscheinlich für solche Sachen völlig resistent, aber nur gut, ja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Erstmal ein Cookie jetzt, ich stelle mich in die Ecke, ich bin jetzt... Ich habe hier noch, will jemand noch ein paar Knochen? Ich habe hier noch die Knochen mitgenommen. Lass mal, Papst, mal bei dir. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt gerne auch eine konstruktive Kritik. Und was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist mal bei meinen beiden Kompagnons hier vorbeizuschauen, den Paluten in der Sturmwaffe. Die Links findet ihr selbstredend in der Videobeschreibung. Das letzte Wort überlasse ich wie immer euch. Dasselbe. Beim ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Dasselbe ist natürlich bei mir ebenfalls. Die beiden sind unten verlinkt. Und dann, ja, gebe ich das Wort einfach weiter an die gute alte Sturmwaffe, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Nochmal ein bisschen Bergsman für den letzten Scare-Effekt. Nochmal irgendwie danken oder so. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bei mir sind auch die beiden. Das ist mein neuer Kosename für euch beide. In der Beschreibung verlinkt. Weißt du Gott, und cool. Von daher würde ich sagen, ich stelle mich jetzt in die Ecke, weine 3,5 Stunden noch und sage einfach, wie schlimm mein Leben ist. Nehmt Cookies. Gut. Haut rein, ciao. Tschüss.